Eine gewaltige Wüste, vom unbarmherzigen Sonnenlicht beherrscht. Die Rede ist natürlich von Valrant, der Heimat der Assassinen, die von dem mächtigen Schwarzmagier Zugen geführt werden. Doch wie ist die Geschichte dieser kargen Wüste, in der gewaltige Städte aus dem sandigen Boden erblühen und zahlreiche Ruinen von dem Glanz längst vergangener Kulturen zeugen? Dieses Video soll Klarheit bringen, wobei ich auf Bild- und Videomaterial zurückgreife, um meine Aussagen zu untermauern. Macht euch bereit und begleitet die Karawane des Wissens, die ihre Wanderschaft nun beginnt. Klären wir zunächst die geografische Lage von Valrant. Die gigantische Wüste liegt südlich auf dem Kontinent Midland und ist, wie für Wüsten nun mal so üblich, von einer massiven Wasserknappheit geprägt. Flüsse oder Bäche sucht man in den endlosen Weiten der Dünen vergeblich. Lediglich einige Oasen scheinen den unbarmherzigen Sonnenstrahlen Paroli bieten zu wollen. Die Grenzstadt zu Valrant ist Treles, welche im Falle eines Krieges zwischen dem Mortanischen Reich und Valrant die wichtigste strategische Position darstellen würde. Über wenige Gebirgspässe, die vermehrt von Banditen und Strauchdieben frequentiert sind, gelangt man dann vom grünen und fruchtbaren Mortana nach Valrant. Doch bevor wir die aktuelle Situation in Valrant näher betrachten, wollen wir einen Blick in die Geschichte des Wüstenlandes werfen. So hat Valrant eine bewegte Vergangenheit, die vom Konflikt der Götter geprägt ist. Viele Jahrhunderte vor den Geschehnissen der Gothic-Reihe erblühte in Valrant die Kultur der Alten. Diese Alten scheinen dem Volk von Jarkender auf Corinis sehr zu gleichen. So viel bekannt ist, war Valrant damals zwar auch schon ein trockener Landstrich, bot aber dennoch fruchtbaren Boden für Landwirtschaft. Das Volk der Alten errichtete gewaltige Städte, deren Überreste zum Teil noch in Form von großen Ruinenfeldern im Wüstensand zu finden sind. Diese Ruinen finden sich in der ganzen Wüste. Die größte Stadt der Alten muss sich aber südlich der Sklavenhochburg Morasul befunden haben, da wir dort mit Abstand die meisten Ruinen vorfinden. Weitere Zeugnisse der Alten sind gigantische Tempel, die sich aus dem Wüstenboden erheben. Interessant ist auch die Tatsache, dass schon damals Nomaden in Valrant lebten. Und während die Alten vermehrt dem Gott Innos folgten, verehrten die Nomaden Adanos. Eine Minderheit beider Völker verschrieb sich aber dem dunklen Gott Belia. Innos schenkte dem alten Volk das Zepter von Valrant. Einen ersten Bezug zu diesem mächtigen Artefakt finden wir schon in Gothic 1. Im Namen König Robars II., Träger des Zepters von Valrant, Vereiniger der vier Reiche. Auch Belia gab seinen Anhängern einen mächtigen Gegenstand, den Stab des ewigen Wanderers, welcher das Gegenstück zum Zepter von Valrant bildet. Der Stab des Wanderers ist aber nicht das erste Belia-Artefakt, welches wir in Gothic kennenlernen. In Gothic 2 konnte der Held in den Ruinen Jarkendas auch die Klaue Belias bergen. Adanos wiederum schuf 5 göttliche Artefakte, die sich aus 2 Ringen, einem Amulett, einer Krone und einer Robe zusammensetzen. Ähnliche, aber weniger mächtige Gegenstände in Form von Ringen und Amuletten findet man auch in der auf Corinis angesiedelten Kultur der Erbauer. Vermutlich schuf Adanos diese Gegenstände, um das Gleichgewicht zwischen Innos und Belia zu gewährleisten. Gegen Ende der Zeit des alten Volkes fand jedoch eine massive Machtverschiebung innerhalb Valrants statt. Die Minderheit aus Belia-Anhängern griff zu den Waffen und nutzte schwarze Magie, um die Innos- und Adanos-Gläubigen zu zerschmettern. Ein blutiger Bürgerkrieg erschütterte daraufhin Valrant. Nach heftigen Kämpfen zeichnete sich ein Sieg der Diener Belias ab, woraufhin die Adanos-Artefakte versteckt werden sollten. Dafür brachte man 4 der Artefakte zu den großen Tempeln und versiegelte diese. Doch als die Lage sich immer weiter zuspitzte, griff Adanos selbst ein und sandte eine gewaltige Flut. Auch hier können wir eine weitere Parallele zur Kultur von Jarkender ziehen, welche das gleiche Schicksal erlitt. Auch das Volk der Erbauer wurde durch eine reinigende Flut Adanos vernichtet. Was nach der großen Flut geschah, ist kaum bekannt. In den Chroniken der Herrschaft, welche im Innos-Kloster im tiefsten Nordmeer aufbewahrt wird, kann man jedoch erfahren, dass ein gewisser Akasha, ein Angehöriger des alten Volkes, nach Adanos Flut von den verbliebenen Anhängern Belias floh. Er war es auch, der von den Hohepriestern den Befehl erhielt, einen der beiden Ringe Adanos zu verstecken.
Da der dafür vorgesehene Tempel in der großen Flut jedoch zerstört wurde, nahm Akasha den Ring an sich und brachte ihn mit in seine neue Heimat, Nordmar. Dort gründete er mit seinen Gefolgsleuten den Feuerclan, der noch heute in Nordmar existiert. Damit scheinen die Nordmarer, oder zumindest ein Teil von ihnen, vom alten Volk Varans abzustammen. Damit haben wir die alte Geschichte Varans abgedeckt. Doch auch die jüngere Vergangenheit des Wüstenreichs ist blutig und interessant. Nachdem Adonos Flut das Land wieder freigab, muss zusätzlich noch einige Zeit vergangen sein, bevor Menschen erneut begannen, Siedlungen im heißen Wüstensand zu errichten. Die Nomaden und Nachfahren der Alten begannen damit, ein neues varentenisches Reich aufzubauen. Es bildete sich eine Kultur aus Händlern und Kriegern, die mit Gewürzen und Menschen im gleichen Maße Handel trieben. Religion spielte in Varan zu jener Zeit wohl eher eine untergeordnete Rolle. So zog Zuben ca. 50 bis 60 Jahre, bevor die Geschichte des namenlosen Gothic 1 beginnt, von Visionen getrieben in die Wüste und gründete dort die Kaste der Assassinen als religiöse Vereinigung zu Ehren Belias. Jedoch blieben die Assassinen in den folgenden Jahren wohl eher im Hintergrund. Zur Zeit, als Robert I. das Reich Myrtana gründete, wuchs der Neid der Führer Varans, die mit Missgunst den Aufstieg des benachbarten Reiches beobachteten. So kam es, dass die Kriegsherren Gellon und Lukor Myrtana überfielen. Reiterhorden verwüsteten dabei große Teile des Landes, während die varentenische Flotte die myrtanische zerschlug und den einst blühenden Handel Myrtanas empfindlich störte. Erst als König Robert I. selbst eine groß angelegte Gegenoffensive startete, wendete sich das Blatt. Trotz zahlmäßiger Unterlegenheit schafften es die myrtanischen Streitkräfte, die Armeen Gellons und Lukors voneinander abzuschneiden und den Feind zurückzudrängen. Nach einer gewonnenen Schlacht vor Bakaresh öffneten die besiegten Varentener die Tore der Stadt und ergaben sich. Gellon wurde gefangen genommen und hingerichtet. Robert I. nahm das Zepter von Varant an sich. Bemerkenswert ist weiterhin, dass Robert I. in dieser Schlacht den Heiligen Hammer führte und einen eigentlich unverwundbaren magischen Golem der Varentener vernichtete. Dieser Hammer wird heute im Innos-Kloster auf Korinnes aufbewahrt. Doch mit dem Sieg in Bakaresh war der Krieg noch nicht vorbei. Lukor schaffte es noch einige Jahre, die Truppen Myrtanas äußerst erfolgreich zu bekämpfen, bevor General Lee mit einer List den endgültigen Sieg in diesem Krieg errang. Was mit Lukor geschah, ist unbekannt. Der Krieg um Varant war beendet und da Robert I. in der Zwischenzeit verstorben war, übernahm sein Sohn Robert II. Die Regentschaft in Myrtana und so auch in Varant. Doch die Regentschaft über Varant hielt nicht lange, denn schon einige Jahre nach dem Sieg über das Wüstenreich kommt es zum Zweiten Ohrkrieg, welchen das geschwächte Myrtana nicht mehr für sich entscheiden kann. Als die Orks letztlich Treles erobern, endet die myrtanische Herrschaft über Varant. Das so entstandene Machtvakuum nutze nun die Kaste der Assassinen, welche, wie in diesem Video schon erwähnt, ca. 50 Jahre zuvor von Zuben gegründet wurde, um die Macht im Land zu erlangen. Zuben stieg damit zum Regenten Varans auf und führte sein Wüstenreich aus der alten Tempelstadt Ishtar heraus. Kurz nach seiner Machtübernahme schloss Zuben einen Pakt mit den Orks und stellte so die Souveränität Varans sicher. Und damit haben wir nun die ganze Geschichte Varans aufgeschlüsselt und können einen Blick auf das Wüstenreich werfen, welches wir in Gothic 3 vorfinden. Zubens Varant ist geprägt vom Belia-Kult, dem sich die Bevölkerung unterzuordnen hat. So zahlen alle in Varant liegenden Siedlungen Tribut an Zuben, um vom Zorn Belias verschont zu bleiben. Damit ist die eigentliche Hauptstadt des Landes Ishtar, wobei Bakaresh mit dem großen Belia-Tempel, der wirtschaftlich vorteilhaften Küstenlage und der durch Oasen und Brunnen gegebenen Wasserversorgung immer noch das kulturelle Zentrum des Wüstenreichs darstellt. Neben Ishtar und Bakaresh ist Morasul die wohl wichtigste Stadt in Varant, da sie als zentraler Umschlagsplatz für Sklaven von enormer wirtschaftlicher Bedeutung ist. Neben Sklaven profitiert Morasul auch von der Nähe zu den großen Ruinenfeldern des alten Volkes,
aus welchen findige Grabräuber alte Artefakte bergen und gewinnbringend verkaufen. Neben dem Handel ist Morasul auch für seine Arenenkämpfe bekannt, in welchen Krieger aus aller Welt um Ehre und besonders hohe Preisgelder kämpfen. Ansonsten finden sich in den Weiten der Wüste kleine Siedlungen wie Braga und Bensala, als auch die Minenkolonien Ben Erai und Lago, die durch den dortigen Goldabbau einen beträchtlichen Anteil an der wirtschaftlichen Stärke Varans haben. Neben den ständig bewohnten Siedlungen und Städten finden sich in den Weiten der Wüste auch die Lager der Nomaden, die aber nie lange an einem Ort verweilen. Zusätzlich wurden die Nomaden mit der Machtergreifung der Assassinen aus den Städten vertrieben. Lediglich in Morasul ist es bedeutenden Arena-Kämpfern der Nomaden gestattet, in der Stadt zu bleiben. Diese ohnehin angespannte Situation zwischen Nomaden und Assassinen spitzt sich beständig zu, da die vertriebenen Nomaden damit begonnen haben, die Händler der Assassinen zu überfallen. Auch steht der fanatische Belia-Glaube der Assassinen im klaren Kontrast zum Adonos-Glauben der meisten Nomaden. Weiterhin sorgte der Pakt mit den Orks dafür, dass orkische Krieger in die Wüste zogen, um die Tempel des alten Volkes zu plündern und nach den verschollenen Artefakten Adanos zu suchen. Doch trotz dieser schwierigen Ausgangsbedingungen sind die Händler Varans nie müde, weiter ihren Geschäften nachzugehen. So trifft man sie überall auf dem Kontinent Midland, oft auch begleitet von Assassinen und Sklavenjägern, die auf der Suche nach neuer menschlicher Ware sind. Kommen wir abschließend noch auf die Assassinen selbst zu sprechen. Zuben ist, wie schon erwähnt, ein extrem mächtiger Schwarzmagier, der sich allerdings auch auf den Schwertkampf spezialisiert hat. Allgemein können die Assassinen mit starken Kämpfern in ihren Reihen auftrumpfen. Besonders für Varant ist die Technik, mit zwei Schwertern gleichzeitig in den Kampf zu ziehen. Weiterhin sind die Waffen der Assassinen oft vergiftet, wodurch sie zu den idealen Attentätern werden. Die Gilde der Assassinen ist straff organisiert. Neben den regulären Kämpfern, welche die Verteidigung und Machtsicherung in den Siedlungen gewährleisten, übernehmen Schwarzmagier wichtige Aufgaben als Prediger Belias, Alchemisten und Berater für die Anführer lokaler Siedlungen. Kommen wir nun noch zu einem Aspekt, den ich bisher ganz bewusst ausgeblendet hatte: die Wassermagier. Diese zählen sich in Gothic 3 plötzlich zum Volk der Nomaden, was ein wenig, sagen wir mal, unerklärt wirkt, sowie viele weitere kleine Details der Gothic 3 Lore. Die Wassermagier erforschen, wie in Jakendar, die vergangene Kultur und wollen Varant von der Herrschaft der Assassinen befreien. Ansonsten haben sie in meinen Augen kaum merkliche Bezüge zur Kultur Varants, weshalb ich sie lediglich der Vollständigkeit zuliebe hier erwähnt haben wollte. Und damit sind wir tatsächlich am Ende unserer Wissensreise angekommen. Ich hoffe, ihr habt den Zug der Karawane genossen und euer Wissen im Gothic-Universum gestärkt. Bis demnächst! Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken.